Ja, wenn du es aufbrichst, dann schmeckst du es. Jetzt musst du das da hinten mit dem Messer so ein bisschen eindrücken. Einfach zerstören. Nein! Du sagst zerstören! Ja, nein! Hallo zusammen! Hallo! So, ich bin mal nicht allein. Und zwar bin ich heute mit einem YouTuber, genau. Hallo zusammen, ich bin der Stefan. Von? Gesundes Kochen, Kochen und Lifestyle. Auf YouTube, genau. Mich kennen ihr ja. Sonst schaut ihr mich an, ich bin die Violette. Genau, ich habe heute sogar lila Hosen an. Was gibt's? Wir machen heute ein Thai Curry mit Bulle und Reis. Genau. Ich kann im Fall Reis so asiatisch. Wie sagt man dem asiatisch? Jasmin Reis. Nein, Parfüm. Wie sagt man dem Reis? Parfüm. Ja, also Parfüm ist asiatischer Reis. Ja, ich habe so Reis im Fall. Aha. Ich habe so Reis. Hallo. Es wird eigentlich fast Go-Karte. Weil mit der Go-Karte könnt ihr nämlich mit Wasabene einkaufen. Und du kannst mit diesen Geräten? Ja, du nicht. Machst du das auch nicht? Ich stehe an der Kasse an. Mit der Frau reden an der Kasse. Das ist gut. Was macht mit der Frau reden und ich bezahle? Perfekt. Was braucht man dann da Bulle? Ja, aber nicht so. Oder nein, Gemüse, wirklich Gemüse. Aber brauchen wir nicht auch noch Pepperoni und so? Das geht unter wirklich Gemüse. Okay. Ihr seht, ich habe keine Ahnung von Beauty, ich habe keine Ahnung von. Du siehst den Kopf gar nicht. ich habe keine Ahnung von Beauty und ich habe keine Ahnung von Wochenmüsse kochen. So. Das ist absolut ein kulinarischer Tiefflüger. Also, ich habe jetzt etwas entdeckt. Ja, du bist immer noch da, das ist klar. Finde den Fehler. Du willst es einkaufen. Wo ist der Strichcode? Lieber Gott. Du hast genau das genommen, was es nicht hat. Du siehst genau nur eins. Das sind Männer beim Posten. Sie nehmen genau das, was nicht angeschrieben ist. Oder Feldig. Er war Feldig in der Armee. Töpfli-Scheisser eigentlich. Wir haben jetzt alles gekauft. Weil Stefan nicht an eine Tasche gedacht hat, habe ich meine schöne violette Tasche geopfert für das. Ja. Ja. Jetzt gehen wir heim kochen. Ich habe mega Hunger. Ich fall da durch. Immer noch besser, als wir haben. Ich habe Angst, dass irgendetwas kaputt geht in meiner Tasche. Und darum tue ich das ganz behutsam an der Stelle. In die falsche Richtung im Parkhaus. Mach mich schlechter, mach mich richtig schlecht. Warte jetzt mal. Schweiz, hart. Es ist der Kreisel, gell? Hilfe! Und sein Auto, es tut automatisch. Das Auto tut automatisch beschliessen. Du musst rechts, du musst rechts! Da ja, das ist Autobahn! Oh Mann, jetzt sieht man nichts mehr. Das ist so ein Horrorfilm. Ich bin aber erschrocken. Ein Zug, wo ich liege. Das ist ein Zug, aber es ist eben nur ein Güterzug. Ja, weißt, der braucht kein Licht. Was braucht ein Güterlicht? Hast du jetzt die Zeitung eingestellt? Mhm. Abgestellt? Eingestellt. Ah, danke. Ah, oh, da bin ich ja wieder. Hallo. Nein, das lenkt an. Es lenkt an. Dann können wir jetzt sonst haben wir das Gefühl, wir sind völlig gaga. Jetzt glaube ich auch sonst. Ich schaue, dass wir irgendetwas Anständiges haben. Die Hände. Perfekt. Das ist aber auch schön. Hast du die Cam eingestellt? Also ist sie schon am Laufen? Nein. So machen wir ein Video, Leute. Genau so machen wir ein Video. Was? Huren Puff, das riesen Chaos. Das riesen Puff. Leck sie aus, du bist schwanger, schau das mal an. Uns kannst du eh nie zusammen auf ein Video tun, wenn beide stehen.
So ist ideal. Ich bin im Fall nicht so dick, wie es jetzt gerade scheint auf dieser Kamera hier. Was ist? Ist schon falsch. Ist schon falsch, gell? Nein, es gibt verschiedene Wege. Ja, willst du ein Küssi? Ich kann ein violettes Küssi. Nein, ich ziehe das so. Jetzt habe ich fast geschnitten. Was ist? Oh je, nein, du hättest gar nicht gewusst, was machen, gell? Was würdest du machen? Sofort die Seitenlagerung. Nein, ich weiss doch nicht. Druckverband. Ich mache das immer so. Puh, gross, nein. Ja, ich sollte es auch noch kleiner machen. Du hast Streifen wollen. Wie würdest du die Streifen schneiden? Ja, jetzt machst du das wirklich kompliziert. Also nein. Schneid du jetzt mal die Streifen. Ja, aber das ist schon völlig falsch angefangen. Ja, mehr machen wir sicher nicht. Willst du noch mehr machen? Oh, es schmeckt voll gut, Zitronengras. Oh, Leute, es schmeckt voll fein. Aber jetzt koche ich allein, sonst schmeckt das den ganzen Abend drauf. Und was musst du jetzt mit dem machen? Nicht, ja, aber nein, also bitte. Einfach nur eindrücken. Ah, ganz, die ganz. Ja, sag doch etwas. Ich habe doch keine Ahnung. Die Küche nehmen wir mal die Pfanne und hau drauf. Das geht am besten. Du hast was? Das kannst du auch auspacken. Das sind Limettenblätter. Das hast du sicher auch gerne im Geschmack. Du kannst noch ein bisschen dran schmecken, bis ich da fertig bin. Ich kann noch ein bisschen dran schmecken. Es geht, es geht. Schau, dich beschäftigen. Übrigens habe ich genau heute einen Pickel bekommen. Ich auch. Er auch. Wir haben beide Pickle Day. Leute, wir haben gerade eine Krise. Und zwar ist Folgendes passiert. Was ist passiert? Der Weisswein ist noch im Kolb. Im Einkaufsweg zahlt, bereit für den nächsten. Ich zeige euch jetzt mal, wie das so aussieht. Da. Also. Ich zeige euch jetzt mal schnell, wie es aussieht hier. Und zwar haben wir hier eine Softbox, dass wir gut aussehen. Noch besser als sonst. Zwei Pickel. Unser Stativ, also meins. Da das ganze Zeug operatisch, da ist der eine Statist. Da ist die Hauptrolle. Nein. Ja. meine tolle Pfanne. Und da haben wir die andere Cam, die in die Kamera rein. Nein. Wo ich in den Kochtopf rein filme. Da seht ihr es gerade. Da, genau. Und da haben wir die normale Kamera. Von mir. Ja. Yeah. So, weiter geht's. Jetzt sollen wir kochen. Und das macht die Hauptrolle, wie ich sage. Pfeffer? Nicht zu viel, ich hasse Pfeffer. Ja, ein bisschen darf es schon sein. Nein. Ein Koch, der Pfeffer nicht auftut. Ich weiß gar nicht, in welche Kamera ich schauen. Hallo zusammen. Hallo. Wir sind hier gerade unser Video am schauen, das wir gedreht haben. Das darf ich nicht riesiger machen. Und ich glaube, ihr dürft euch definitiv auf etwas freuen. Weil wenn ihr diesen Vlog schaut, dann geht es nur noch wenige Stunden, bis ihr dann das definitiv fertige Video werdet sehen. Und wir hatten es sehr lustig. Wir haben jetzt noch ein bisschen Wein getrunken. Genau. Ja, jetzt lassen wir gemütlich den Abend ausklingen mit unseren lustigen Videos, die wir hier gedreht haben. Oh yeah. Ich glaube, ihr werdet Spass daran haben. Definitiv. Ja, und ich beende jetzt auch den Vlog von dieser Woche, weil der wird ja dann morgen Abend, oder eigentlich heute Abend, wenn ihr das dann schaut, wird der bearbeitet und darum, ja, ich verabschiede. Ciao, ciao. Tschüss.